Damit sind wir schon bei der Regionalliga West. Da ist im Moment etwas überraschend, aber vielleicht auch wieder nicht, das Maß aller Dinge der erste FC Bocholt. Ein Verein, bei dem jemand als Geschäftsführer die Geschicke lenkt, der als Spieler eine schillernde Karriere hat, die dann aber irgendwie komplett unvollendet blieb. Und zum ersten Mal wahrgenommen haben wir ihn im Jahr 2009 bei Real Madrid. Das hier ist Real Madrid für Anfänger. Die Nachwuchsmannschaft der Königlichen. Schorch ist 20, kommt aus Halle an der Saale und hat vor 2 Jahren hier angeheuert. Beim Einstieg zeigte sich der feinste Club der Welt ganz fürsorglich. Mit Wohnung gesucht, mit Auto, mit Anwohnermeldeamt, darüber erstmal alles gekümmert. Und sportlich wird aus dem Anfänger ein Fortgeschrittener. Der Innenverteidiger mit Drang zum Tor setzt sich durch in Spaniens dritter Liga, in Reals zweiter Mannschaft. So langsam wachsen auch die Ansprüche an sich selbst. Jetzt im zweiten Jahr wollte ich eigentlich schon den Schritt weiter nach vorne machen und den habe ich auch gemacht. Bin Stammspieler bei der zweiten, einer der wichtigsten Spieler hier und das merkt man dann auch schon alles. Also. Und jetzt natürlich mit der ersten, das ist immer das Real Madrid, da hast du Pepe, Cannavaro, Metzelda da vor sich und das ist schon was anderes. Aber er weiß auch, zur neuen Saison wird Reals Profikader kräftig durcheinander gewirbelt. Da ist es nicht unbescheiden, den Sprung in die erste Mannschaft anzupeilen. Die Aufregung war groß, als der SFC Köln sich dieses Talent von Real Madrid angeln konnte im Jahr 2009. Aber er hat in der Bundesliga nie richtig Fuß gefasst, hat dann weiter unter anderem gespielt beim MSV Duisburg, beim KFC Uerdingen und beim 1. FC Saarbrücken. Und jetzt ist er also in Bocholt als Geschäftsführer. Und mein Kollege Dennis Stephan hat ihn beobachtet beim Spitzenspiel des 1. FC Bocholt gegen Düren. Und so sah es heute aus. Hallo liebe Zeigler-Zuschauer, ich bin der Christopher Schorch, Geschäftsführer vom 1. FC Bocholt. Willkommen bei uns am Stadion am Hünding. Ich nehme euch heute mal mit auf eine Runde, was ich so treibe hier oder probiere zu machen und wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sind eine große Familie. Ja, seid ihr bereit? Ja, sicher. Sehr schön. Ich war heute Morgen kurz beim Bäcker und da war ein Rentner, der war, glaube ich, 40 Jahre nicht hier, hat er mir erzählt und hat sich bedankt. So, Schorchi, danke, dass du das Gefühl wieder in Hünding zurückgeholt hast. Wir sind eine große Familie. Hier steht einmal Schwarte Liebe, 1. FC Bocholt. Die Runde machst du vor jedem Spiel, vor jedem Heimspiel? Ja, generell. Einfach nochmal, falls ich jemanden nicht gesehen habe, Hallo zu sagen. Ich finde, das hat eine Wertschätzung. Das sind so Kleinigkeiten im Leben, finde ich, die wichtig sind. Und es zeigt auch den Leuten eine Wertschätzung gegenüber, was sie halt für eine Arbeit leisten. Wir haben ein paar Ideen hier, ne? Bieten jetzt Waffeln in dem Stadion an, vorne den Fischhändler, den wir mit reingeholt haben, einfach um den Leuten einfach hier in Hünding so zum Erlebnis zu machen. Vor einem Jahr hat es hier knapp 1000 Zuschauer und heute kommen 3000 plus X. Er hat einen Kader zusammengestellt, der eigentlich vor der Saison unglaublich war für Bocholt. Der FC Bocholt wieder mal ganz groß. Der hat ja hier aus dem Verein verdammt viel rausgeholt schon in einem Jahr. Er ist der Mann, der, glaube ich, hier an allen Ecken und Kanten die Fäden zieht und auch unverzichtbar ist für den Verein. Also Vater des Erfolgs. Das war auch stark gemacht. Marvin Lewis. Der ist gut. Oh ja. Tschüss. Tschüss. Fakro. Holdak. Admarca. Admarca. Der Nachschuss an den Pfosten! Willst du mich verarschen, Mann? Weiter! Mal, komm, Junge! Mann! Hey! Bringt den scharf auf den kurzen Pfosten, Jan Holdak. Hey! Wie oft noch? Ja! Weiß, 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 weiß! Du! Komm doch! Komm her! Das sollte kein Tor sein, ne? Yes. Gut gearbeitet. Mach mal Torjäger. Komm hoch.
Echt weiter. Dran arbeiten. Machst du nichts, alles gut. Dran glauben. Also wir müssen schon demütig bleiben. Ne? Düren war jetzt keine Laufkundschaft. Ich bin super zufrieden. Also auch mit dem Spiel heute. Wir haben vielleicht sogar mehr Chancen heute gehabt als in den letzten Spielen. Da waren wir ein bisschen effektiver, auch gegen Aachen letzte Woche hier. Seine aktive Karriere beendet hat übrigens Christopher Schorch erst im vergangenen Jahr beim Wuppertaler SV. Und da muss er mit dem 1. FC Bocholt nächste Woche hin. Hier sind die Top 5 der Regionalliga West. Eigentlich dachten wir, es sind die Top 5, aber die Regionalliga-Tabelle wurde von einem Alemannia Aachen-Fan in unserer Redaktion vom Julius bearbeitet. Deswegen sehen wir die Top 6. So ist das manchmal. Es ist jetzt alles sehr kompliziert, aber ich kann euch verraten, dass ihr, wenn ihr jetzt ganz geschickt klickt, dass ihr sowohl die ganze Zeigler-Sendung in der ARD-Mediathek sehen könnt, aber auch Videos, die euch möglicherweise auch gefallen könnten. Müsst ihr euch entscheiden.